Ja, guten Morgen. Wir sind hier heute am Fronleichnamstag in Dortmund-Derne wieder gelandet. Wir sind vom Bahnhof aus ein Stück die Landstraße gegangen. Das habt ihr schon mal in einem anderen Video gesehen, deswegen ersparen wir euch das heute. Wir sind dann rechts abgebogen, statt geradeaus weiterzugehen und sind heute auf dem Emscher Parkweg unterwegs, 30 Kilometer in Richtung Kamen. Nachdem wir jetzt so circa 5 Kilometer einen recht gut ausgebauten Radweg mit einem super Untergrund, aber ein bisschen langweilig, weil kaum Highlights entlang gegangen sind, sind wir jetzt am Dattelhamm-Kanal gelandet. Hier ist es sehr schön. Ja, und wir gehen gleich über eine Brücke und dann gehen wir weiter Richtung Kamen. Jetzt stehen wir hier vor dem Schloss Schwanzbell. Das ist, gehört zu Lünen, also ist 3 Kilometer außerhalb. Ein 1875 erbautes Wasserschloss, das aber nicht ganz vom Wassergraben umschlossen wird. Ja, dieses Haus hat eine wechselvolle Geschichte. Da war früher mal ein Lazarett drin und auch ein Waisenhaus. Und heute ist es im Privatbesitz, ja, und wird bewohnt. Wir sind jetzt durch den Seepark
Lünen durchgegangen. Der wurde im Rahmen der internationalen Bauausstellung auf drei Ebenen gebaut. Hinter mir seht ihr die Emscher, die ist auch im Zuge dieser internationalen Bauausstellung von Karl Ganser renaturisiert worden. Ja, und Ziel war es halt, diese Industrieregion hier so urban zu machen und für die Menschen zu nutzen, zur Freizeitgestaltung und eben da Parks draus anzulegen. So, wir gehen weiter. Befinden wir uns wieder auf dem Wanderweg. Wir haben uns ein bisschen verfranst. Eigentlich wären wir am Römerlager Oberaden vorbeigekommen. Das ist ein, ja wie gesagt, ehemaliges Römerlager. Da befinden sich 12 Centurionhäuser, die dort ausgegraben wurden. Ja, und eigentlich kann man den Park besichtigen, aber heute ist er geschlossen. Deswegen ist es auch nicht so schön, dass man da Fotos machen kann, weil da ein dicker Zaun drumherum ist. Ja, wir gehen jetzt weiter. Schade, vielleicht kommen wir noch mal wieder, wenn der Park offen ist. Wir befinden uns jetzt auf der Halde Große Wald. Ja, sehr schön renaturisiert ist die. Jetzt bin ich gerade am Brombeer hängen geblieben. Ja, und habe mich gerade gefragt, warum hier überall steht Adener Höhe, immer Aden, Aden, Aden. Also Bergkamen, Lünen und so wurden zusammen, gehören zusammen zur zum Landstrich Oberaden, deswegen steht überall Aden. Also wir befinden uns jetzt in Bergkamen, ganz genau auf der Halde Großer Wald. Und weiter geht's jetzt Richtung Kamen. Kilometern sind wir jetzt in Kamen Hauptbahnhof eingestiegen und fahren mit dem RXX nach Bochum. Ja, das waren, ja wie gesagt, 29,4 Kilometer. Zwischendurch hat es mal geregnet, war ein ja, durchwachsener Weg. Zum Schluss war es relativ langweilig, aber ich glaube, wir werden doch mal nach Kamen fahren, weil die Stadt scheint wirklich ganz schön zu sein.
Das war's dann mal wieder für heute. Ja, und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid.